Nanowissenschaften sind spannend und äußerst vielseitig. Unter ihrem Dach kommen traditionell getrennte Disziplinen zusammen. Das eröffnet neue und interessante Forschungsansätze. Kollaborationen sind die Grundvoraussetzungen. Am Helmholtz-Zentrum München entwickeln Biologen in Zusammenarbeit mit der Uni Augsburg und der Firma Advalytics ein Chip-Labor. Ja, das Faszinierende ist eigentlich, dass man etwas entdecken kann oder etwas erforschen, etwas entwickeln, was vorher noch nicht da gewesen ist. Und auch diese Kombination Biologie, Physik und Technik ist eigentlich auch relativ spannend. Im Raum München arbeiten ca. 200 Wissenschaftler zusammen beim Exzellenzcluster NIM, Nanosystems Initiative Munich. Insgesamt 10 Institutionen aus München, Garching und Augsburg sind an dem Forschungsverbund beteiligt. Wir haben also einerseits einen ziemlich starken Bereich in Informationswissenschaften und dann einen ziemlich starken Bereich in den Bio- bis Lebenswissenschaften. Und was uns außerdem besonders interessiert, ist eine Verknüpfung zwischen den beiden. Und genau das geschieht. An der Universität Augsburg forschen Physiker an medizinischen Problemen. Ein großes Rätsel konnten sie durch den interdisziplinären Ansatz schon gemeinsam lösen. Ein hochspezialisiertes Makromolekül, der von Willebrand-Faktor, sorgt dafür, dass die Blutgerinnung einsetzt. Wie diese Funktion ausgelöst wird, war bisher ungeklärt. Forscher aus Augsburg, Münster und von der TU München fanden Erstaunliches heraus. Durch eine hohe Fließgeschwindigkeit verändert der von Willebrand-Faktor plötzlich seine Form. Eine Kugel wird zum Faden und bildet mit anderen Fäden ein Netzwerk. Daran können Blutplättchen anbinden und die Wunde verschließen. Die Systeme, die wir dabei untersuchen, sind extrem kostspielig, extrem aufwendig herzustellen. Deswegen ist es wichtig, dass man möglichst wenig davon benötigt. Mithilfe der Nanotechnologie, die wir hier benutzen, ist es uns gelungen, die Mengen an biologischem Material um ca. einen Faktor 100, teilweise 1000, zu reduzieren gegenüber konventionellen Methoden. Und das war ein ganz entscheidender Schritt für uns, diese Experimente überhaupt durchführen zu können. Paul Hicks ist Nanowissenschaftler. Er arbeitet im Museum an seiner Promotion, vor Publikum. Er nennt sich selbst der gläserne Doktorand. Das Interessante ist eben auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, mit den Besuchern hier im Museum. Das, was man erforscht, das, was man entdeckt, dann auch zu kommunizieren, zu vermitteln, und zwar an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem Raster-Tunnelmikroskop kann man Oberflächen abtasten, die mit dem sichtbaren Licht nicht zu erkennen sind. Die Spitze des Abtasters hat die Größe eines Atoms. Im nächsten Schritt sollen Oberflächen kontrolliert verändert werden, indem man einzelne Atome oder Moleküle herauslöst oder hinzufügt und untersucht, wie sich die Materialien miteinander verhalten. Wichtige Grundlagenforschung. Nanomechanik hält zunehmend Einzug in die Sensorik und immer mehr auch in die Informationsverarbeitung. So untersucht Eva Weig Schwingungs- und Dämpfungseigenschaften auf der Nanoskala. Nach einem 2-jährigen Forschungsaufenthalt in den USA ist Eva Weig wieder nach Deutschland gekommen. Programme wie NIM machen natürlich die Wissenschaftslandschaft in Deutschland sehr, sehr viel attraktiver und werden vermutlich auch noch viele Wissenschaftler zur Rückkehr überzeugen. Ein attraktiver Forschungsstandort muss wissenschaftlichen Freiraum bieten. Wir wollen Juniorgruppen an den Universitäten durch Ausstattung, durch Personal fördern, die in ihrer besonders kreativen Phase sind. Da passiert Innovation. Entdeckungen lassen sich nicht immer planen. Wissenschaftler von der TU München gewinnen ganz neue Erkenntnisse. Und zumindest der Ort dafür war ungeplant. In der Cafeteria. Entschuldigung. Die Wissenschaftler um Professor Bausch und Professor Scheibel nutzen die einzigartigen Eigenschaften der Spinnenseide. Die Seidenproteine werden künstlich hergestellt. Es entstehen hochelastische Kapseln, nur wenige Nanometer dick. Sie können sicher verschiedenste Wirkstoffe im Körper an ein bestimmtes Ziel transportieren. Spezielle Vernetzungsmethoden werden getestet, um den Abbau der Seidenkapseln gezielt zu steuern. Die Nanosystems Initiative Munich schafft das Netzwerk, um aus wissenschaftlicher Kreativität Ideen entstehen zu lassen. Und so warten wir mit Spannung auf neue Entdeckungen aus der Welt der Nanotechnologie.